Das Einzigartige an unserem Maya-Kaffee ist, dass 80 Kaffeebäuerinnen aus der Region Huehuetenango in Guatemala gefördert werden und unterstützt werden. Dass sie sich langfristig unabhängig und eigenständig machen können. Die Unterstützung dieser Frauen vor Ort funktioniert vor allem mit Schulungen. Zum einen im Bereich der Kaffeeproduktion in technischer und in wirtschaftlicher Hinsicht, zum anderen auch mit der Förderung der Rolle der Frau als Unternehmerin. Das führt zu einer hohen Qualität der Ernte und hat dazu geführt, dass die Projektteilnehmerinnen in den letzten Jahren den Erlös von ihrer Kaffeeernte um 50% können steigern konnten. Blaser Kaffee ist Mitglied der CSC, von der Röstergilde von Italien, als einzige nicht-italienische Rösterei. Und die CSC tut zusammen mit AMCA, einer Non-Profit-Organisation, das Projekt Donia Lucero unterstützen. CSC-zertifizierter Kaffee bedeutet einen wichtigen Schritt hin zu einer wirtschaftlich nachhaltigen Kaffeeproduktion.